Der Vizechef der militant-islamistischen Taliban, Mullah Baradar, hat Gerüchte über seine eigene Ermordung dementiert. Berichte über einen Streit innerhalb der neuen Führung Afghanistans waren aufgetaucht. Die Information verbreitete sich schnell über die sozialen Medien. Die islamistische Gruppe hatte in der Vergangenheit jahrelang den Tod ihres Gründers Mullah Omar geheim gehalten. Ich war auf Reisen und nicht in Kabul und hatte deshalb keinen Zugang zu den Medien, um die Nachricht zurückzuweisen. Wir versichern der afghanischen Nation, den Mujahideen, den Ältesten und der Jugend, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Es gibt keinen Grund, sich zu sorgen. Während sich die wirtschaftliche Lage in Afghanistan weiter verschlechtert, bereiten sich die mit Russland und China verbündeten Länder auf Beratungen im Nachbarland Tadschikistan vor. Russlands Außenminister Sergei Lavrov erklärte, die Taliban seien nicht zu dem Treffen eingeladen worden. Die Taliban haben angekündigt, dass sie sich dem weiteren Kampf gegen den Terrorismus und den Drogenhandel verschrieben haben. Sie haben versichert, dass sie alles tun werden, damit vom afghanischen Territorium keine Bedrohung für die Nachbarländer ausgeht. Wie die überwältigende Mehrheit der Länder in der Welt begrüßen wir diesen Ansatz und wir beobachten nun, wie er in der Praxis umgesetzt wird. Die jüngsten Erlasse der Taliban, wie die Trennung von Männern und Frauen an Universitäten, erinnern eher an ihre harte Herrschaft in den 90er Jahren.